Guten Abend, herzlich willkommen zu einem weiteren Tech Talk. Es freut uns, dass ihr wieder zahlreich dabei sein könnt heute Abend. Herzlich willkommen bei uns an der ICT Warrior Academy. Heute mit dem Thema Big Data, Chancen und Gefahren. Bei uns ist Michael Kaufmann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Kurz ein paar administrative Sachen. Heute in der Regie ist Thomas Staub. Bitte meldet euch bei ihm für Fragen, technische Probleme etc. Der Foliensatz ist verlinkt in der Einladung für heute Abend. Verlinkung ins LMS und dort könnt ihr diesen jederzeit herunterladen. Oder einfach bei Thomas melden. Er kann euch diese gerne auch zumailen. Kein Problem. Gut, wenn ihr Fragen habt während dem Vortrag, bitte stellt diese direkt an Herrn Kaufmann. Ihr könnt einfach euer Mic öffnen und lossprechen. Er kann euch hören und so direkt Antwort geben. Alternativ bitte einfach in den Chat schreiben. Thomas Staub wird eure Fragen dann aufnehmen und diese so an Herrn Kaufmann weitergeben. Zu Herrn Kaufmann, er wird selber noch ein paar Worte zu sich selber sagen. In dem Sinne kann ich auch schon für mich abschließen und das Wort gerne an Herrn Kaufmann übergeben. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Tschui, und ich Gut. begrüße Sie recht herzlich zu diesem Vortrag zum Thema Big Data, Chancen und Gefahren. Ich werde jetzt mal die Folien wechseln. Genau, also wie Herr Tschui schon gesagt hat, Sie dürfen mich natürlich jederzeit unterbrechen, wenn es Unklarheiten gibt, wenn es Fragen gibt, dann kann auch eine Diskussion entstehen. Oder Sie dürfen auch die Fragen bis zum Schluss aufbewahren und dann können wir am Ende noch einige Fragen beantworten. Zu meiner Person, warum stehe ich hier und erzähle Ihnen etwas über Big Data? Ich habe ursprünglich Informatik studiert an der Uni Fribourg und anschließend einige Jahre im Bereich Daten gearbeitet, zuerst bei der Postfinance im Bereich Data Warehouse, dann bei der Mobiliarversicherung als Datenarchitekt in der Enterprise Architecture und ich habe dann auch berufsbegleitend begonnen zu doktorieren, wieder an der Uni Fribourg. Zum Thema Data Mining, ein Data Mining Algorithmus habe ich dort erforscht. Und ich war dann bei der Five Informatik als Business Analyst, ebenfalls im Bereich Datenbankprojekte, Data Warehousing Projekte. Und ich habe dort auch ein Forschungsprojekt akquiriert und geleitet, zusammen mit der Five und der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und berufsbegleitend habe ich dann begonnen zu dozieren. Zuerst bei der Calaidos Fachhochschule in Zürich und Bern. Und dann habe ich gemerkt, ja, dass mich Forschung und Lehre interessiert und habe mich dann erfolgreich beworben als hauptamtlicher Dozent, zuerst am Technikum, also Hochschule Luzern, Technik und Architektur. Und jetzt seit 2016 am neuen Departement Informatik in Rotkreuz, spezialisiert für Datenbanken und Big Data. Was ich Ihnen heute erzählen werde. Zuerst schauen wir mal das Datenwachstum an, das aktuell und schon seit Jahrzehnten stattfindet. Das ist nämlich der Grund für Big Data. Und dann schauen wir uns an, was Big Data eigentlich ist, damit wir auch wirklich verstehen, wovon wir sprechen, wenn wir darüber sprechen. Dann werde ich Ihnen etwas näher bringen, nämlich die Technologie, mit der man Big Data bearbeiten kann, als Überblick. Also nicht zu sehr im Detail, aber einfach, dass Sie mal die wichtigsten Begriffe gehört haben. Und dann möchte ich Ihnen auch den Management-Aspekt näher bringen. Das bedeutet eher die betriebswirtschaftliche Seite von Big Data. Was macht man dann mit diesen Daten und wie generiert man dann auch Wert damit? Und dann die beiden Themen aus dem Titel des Vortrags, Chancen und Risiken. Und ich habe versucht, mich da ein bisschen in die Zielgruppe hineinzuversetzen, eben Zielgruppe Landesverteidigung. Welche Chancen gibt es für die Armee, welche Risiken gibt es auch aus Sicht Landesverteidigung? Aus diesem Blickwinkel Big Data. Also zum ersten Thema Datenwachstum. Data never sleeps, das passiert alles in einer Minute im Internet. Zum Beispiel 208.000 Teilnehmer in Zoom-Meetings oder
409, also 500.000 Reddit-Posts werden da kommentiert oder eben über 300.000 Instagram-Posts und so weiter. Und diese Daten, die werden natürlich aufgezeichnet. Die sind verfügbar auf dem Web. Teilweise öffentlich, teilweise nicht. Also Instagram-Posts sind so halb öffentlich. YouTube-Videos, 500 Stunden Video, oder werden pro Minute hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wo das überhaupt gespeichert wird. Irgendwo braucht es ja die Cloud, oder die ist ja nicht eine Wolke. Das ist irgendwo ein Server oder ein riesen Datencenter. Wo steht das alles? 500 Stunden Video pro Minute. Also einfach so ein bisschen als Idee, woher eigentlich Big Data kommt. Und wir sprechen vom digitalen Zeitalter. Das digitale Zeitalter hat begonnen zu dem Zeitpunkt, als die Menge oder der Prozentsatz an digitalen Daten den Prozentsatz von analogen Daten übertroffen hat. Analog, das ist Papier, Platten, Magnetbänder, Lochkarten, alles, was irgendwie analog gespeichert ist. Viel war auf Papier gespeichert. Und dieser Prozentsatz an digitalen Daten, der hat ständig zugenommen. Es gab natürlich auch schon in den 1990er Jahren digitale Daten auf Festplatten, aber es war ein verschwindend kleiner Teil. Und plötzlich hat das dann explosionsartig zugenommen und dann ist es gekippt. Und seit etwa 2002 hat das massiv zugenommen und jetzt, seit etwa 10 Jahren, ist ein überwältigender Teil der Daten digital vorhanden. Und das nennt sich dann auch Digitalisierung, digitale Transformation. Und effektiv, wie man hier sieht in dieser Studie von Martin Hilbert, hat der Anteil an analogen Daten gar nicht unbedingt abgenommen. Also das hier ist eine logarithmische Skala, oder? Das sind dann 1 mal 10 hoch 19 Byte, oder das sind 10 hoch 20 Byte, 10 hoch 21 etc. Das ist immer Faktor 10 mehr. Und was man hier sieht, ist, dass die Menge der analogen Daten gleich geblieben ist. Also es gibt immer noch Papier, es gibt immer noch Schallplatten, es gibt diese Daten alle noch. Nur hat dieser Prozentsatz an digitalen Daten hat dadurch zugenommen, dass einfach die Menge an digitalen Daten explosionsartig gewachsen ist. Also eine gerade Linie auf einer logarithmischen Skala ist exponentielles Wachstum. Ja? Und das war dann 2014, waren wir hier bei 4,6 Zettabyte und wenn man das dann so weiter interpoliert, sind wir da wahrscheinlich schon über 10 Zettabyte. Oder? Das sind Exabyte, hier sind Petabyte und das sind Terabyte da unten. Das ist so das, was wir heute auf einem Laptop haben. Voilà. Und all diese Informationen werden natürlich auch generiert. Also eben mein Telefon generiert Daten, wir generieren jetzt gerade Daten, oder diese Präsentation, dieses Video wird aufgezeichnet und so weiter. Und more is different, das heißt, mehr vom Gleichen hat eine andere Qualität. Das hat da schon der Herr Anderson 1972 gesagt, oder more is different. Fundamental, aber zum Beispiel auch im Bereich Wasser. Also ein Glas Wasser hat eine ganz andere Qualität als ein Tsunami, obwohl es die gleiche Substanz hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Daten. Also die frühere Datensammlung im Sinne einer Statistik oder einer Volkszählung oder was weiß ich, ein Lexikon oder so, hat eine ganz andere Qualität als dieser Datentsunami, den wir heute digital produzieren. Und was bedeutet das? Also eine Bedeutung ist zum Beispiel dieser Intelligence Gap, also der Data Intelligence Gap. Wenn die Datenmenge explosionsartig zunimmt, dann nimmt umgekehrt natürlich der Prozentsatz der Daten, die wir effektiv verarbeiten können, auch ab und strebt irgendwo gegen Null, wenn wir nichts machen. Also mit der gleichbleibenden Informationskapazität und Datenverarbeitungskapazität nimmt der Prozentsatz an Daten, die wir wirklich nutzen können und verarbeiten können, entsprechend exponentiell ab. Und diese Lücke gilt es dann irgendwie zu schließen. Und eben eine Möglichkeit, natürlich Datenbankmanagement betreiben. Hier zum Beispiel Wikipedia ist ein Beispiel, das ist jetzt eine wissensorientierte Datenbank, die aber trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität hat und auch aus meiner Sicht dann wissensbasiert unterstützen kann, aus Daten Sinn zu machen.
Das ist einfach ein Beispiel. Big Data ist das Öl des 21. Jahrhunderts, sagt Forbes. Warum? Ja, sie vergleichen das ein bisschen wie mit dem Öl, das zwar aus dem Boden einfach sprudelt, aber so gesehen noch nutzlos ist, solange man es nicht raffiniert. Also erst wenn ich das Öl in Benzin raffiniere, kann ich damit Treibstoff machen. Und mit den Daten ist es ein bisschen das Gleiche. Also um diesen Gap zu schließen, reicht es nicht, die Daten einfach anzuzapfen, sondern man muss sie raffinieren. Man muss sie mit Algorithmen, mit Methoden so weit aufbereiten, dass sie dann für Entscheidungsunterstützer dann sinnvoll und wichtig sind und eben angewendet werden können. Man spricht auch von actionable knowledge, also Wissen, das dann wirklich anwendbar ist. Also das sind viele Chancen. Eben, es wurde auch gesagt, das Gold des 21. Jahrhunderts. Also gerade so vor 5 oder 10 Jahren war man sehr optimistisch und euphorisch, was Big Data anbelangt. In letzter Zeit hört man auch wieder kritischere Töne, eben aus verschiedenen Gründen, Datenschutz. Also es gibt verschiedene Aspekte, aber schauen wir uns zuerst mal an, was Big Data überhaupt ist. Was ist Big Data? Zum Beispiel sagt ein Senior Researcher von Google, Daniel Gillick, sagt, Big Data ist ein Kulturwandel. Und zwar mehr und mehr Entscheidungen werden durch Algorithmen gemacht. Also wir delegieren eigentlich Entscheidungen an Maschinen. Und, aber mit transparenter Logik. Das heißt, das ist einerseits zwar eine Delegation, andererseits ist das aber auch eine Objektivierung. Die Entscheidungen werden weniger subjektiv, weniger willkürlich und nachvollziehbarer. Eben, operating on documented immutable evidence, also evidenzbasiert. Das ist nicht nur im Business so, das ist in der Medizin so und eben neu auch zum Beispiel in militärischen Operationen. Und Big, oder? Big heißt jetzt für diesen Forscher von Google eher die Art dieses kulturellen Wandels, der wirklich big ist, als die Volumen oder die Datenmenge, die dann gemeint ist. Finde ich ein schönes Zitat, weil Big Data, da fragen mich immer die Leute, ja, wie viele Terabyte? Ja, es geht nicht nur ums Volume, not only Volume, aber ursprünglich kommt der Begriff von der Gartner Group. Und zwar die 3 Vs von Big Data, oder Datenvolumen, Datengeschwindigkeit und auch die Vielfalt von Daten hat zugenommen. Und das sind alles Probleme von Big Data. Und ja, also Big Data-Probleme beginnen schon bei ein paar Gigabyte, kann ich Ihnen sagen. Also wenn Sie mal in Excel 10 Gigabyte öffnen wollen oder etwas analysieren wollen, geht nicht. Aber das ist nicht das Einzige. Es wurde auch eine Umfrage gemacht. Was ist eigentlich für Sie Big Data? Es geht auch zum Beispiel um eine größere Reichweite von Informationen, neue Arten von Analysen, die bisher nicht möglich waren, Echtzeitinformationen, neue Technologien, nicht traditionelle Formen von Medien, zum Beispiel Social Media, gilt aus Big Data. Natürlich große Datenmengen, aber das wurde von diesen Umfrageteilnehmern erst an 6. Stelle genannt. Und natürlich ein Buzzword ist es auch und Social Media Data, was wieder damit zusammenhängt. Ja, dann hat IBM da noch ein Definitionselement hinzugefügt, nämlich Veracity. Also das heißt, man weiß auch nicht, ob man diesen Daten teilweise trauen kann. Das ist natürlich auch die Frage bei Big Data. Dann kam dem Jenko 2013 und hat gesagt, ich habe noch ein V, es sind 5 Vs, Value. Und ja, diese Daten haben Wert, oder? Je nachdem, wie man sie auswertet. Und so kann man natürlich dann immer weiterfahren. 6V, die 6V von Big Data, das ist noch die Variability, die Veränderlichkeit, dass Daten dann plötzlich sich verändern über die Zeit. Und so weiter, und so weiter. Das kann man natürlich auch auf die Spitze treiben, aber grundsätzlich bleibt das Prinzip klar. Also es geht um eine Klasse von Daten, um eine bestimmte Klasse von Daten. Also wenn ein Journalist schreibt, oh, dank Big Data kann man jetzt Krebs heilen, dann weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt, weil Daten an sich machen noch nichts. Wahrscheinlich sind es die Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die aufgrund der Big Data dann
gewisse Lösungen bieten. Weil Big Data alleine ist einfach eine Untermenge aller Daten, nämlich eine gewisse Menge von Daten, die gewisse Eigenschaften aufweist. Und diese Eigenschaften sind gemäß dem National Institute for Standards and Technology in den USA die folgenden, nämlich das sind Datensätze, die bestimmte Charakteristiken in Volumen, Vielfalt, Geschwindigkeit und oder Veränderlichkeit aufweisen. Und oder. Das heißt, es muss nicht nur Volumen sein, auch eine große Vielfalt. Also wenn ich plötzlich Videodaten kombinieren muss mit JSON-Metadaten zum Beispiel, das ist ein Big Data Challenge. Und dann ein zweites Kriterium, dass es eben eine skalierbare Architektur dafür braucht. Also dass ich es typischerweise zum Beispiel nicht mehr auf meinem Laptop diese Analyse durchführen kann, sondern dass ich irgendwo einen skalierbaren Server dazu brauche. Also alle diese Informationen, die habe ich hier verlinkt und die sollten im PDF klickbar sein, damit Sie all diese Hintergrundinformationen bei Interesse auch nachvollziehen können. Also, Big Data Technologie, da wird viel über Hadoop gesprochen, aber auch Spark, Dask. Ich will Sie jetzt nicht zu stark damit langweilen, aber trotzdem einige überblickartige Informationen Ihnen da mitteilen. Also, ein ganz wichtiges Prinzip der Big Data Technologie ist die Parallelisierung. Das heißt, dass man Daten und die Verarbeitung der Daten auf verschiedene Rechner verteilt. Zum Beispiel das Hadoop Distributed File System. Das hat eine Name Node und mit der kommuniziert man als Client. Und es gibt verschiedene Data Nodes und dort werden Teile der gesamten Datenbasis gespeichert und bei Verarbeitungen wird dann effektiv auch ein Teil der Verarbeitung jeweils aufgeteilt auf diese verschiedenen Rechner. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Volkszählung. Oder anstatt dass ich beim ersten Einwohner beginne und dann beim letzten aufhöre, kann ich wie den einzelnen Städten zum Beispiel sagen, zählt jede Stadt soll die Einwohner zählen und am Schluss zählen wir einfach die Gesamtsummen zusammen. Dann sind wir natürlich viel schneller. Und dieses Parallelitätsprinzip ist eines der wichtigsten Prinzipien, um Big Data zu verarbeiten. Heute kann man sich diese verteilten Dateisysteme und verteilten Datenbanken im Wesentlichen in der Cloud zusammenklicken und das quasi einfach beziehen, wenn man dann bereit ist, den entsprechenden Preis zu zahlen. Cloud-Verarbeitung von Big Data ist meistens nicht sehr günstig. Man kann natürlich auch versuchen, so ein Hadoop-Distributed File-System selbst aufzubauen, aber das ist dann die Frage, ob das dann am Schluss wirklich im Endeffekt günstiger wird, weil das ist dann sicher auch nicht ganz einfach. Auf diesem File-System kann man dann verschiedene Tools aufbauen, die diese Verarbeitung dann ermöglichen. Also eben da unten dieses Rechnercluster, eben das kann HDFS sein, es gibt andere Dateisysteme, zum Beispiel S3. Und darüber wird dann über das verteilte Dateisystem wird dann ein Cluster-Betriebssystem gelegt, typischerweise, zum Beispiel Hadoop Yarn. Und das Cluster-Betriebssystem, das schaut dann für den Anwender aus, als wäre das ein großer Supercomputer, obwohl es darunter viele Server sind. Typischerweise eben sogar sogenannte Commodity-Hardware, das heißt eigentlich ganz billige Occasion-Rechner, die als einzelne Rechner vielleicht gar nicht mehr so schnell sind, aber wenn man die eben zusammenstöpselt, hunderte, tausende von diesen Commodity-Rechnern, dann bekommt man einen günstigen Supercomputer. Auch bei der Hardware ist der Preis exponentiell, also 1000 kleine Computer sind viel günstiger als ein Rechner, der 1000-mal bessere Hardware hat. Und jetzt auf diesem Cluster, auf diesem Supercomputer können verschiedene Anwendungen laufen. Also zum Beispiel braucht es ein paralleles Programmiermodell, das nennt sich zum Beispiel MapReduce, Hadoop MapReduce. Und dann einzelne Anwendungen hier zu nennen, sicher Storm, das ist ein Echtzeit-Datenstromverarbeitungstool. HBase ist eine sogenannte NoSQL-Datenbank, die auf Column Families, auf Spaltenfamilien basiert. Pig ist ein MapReduce-Wrapper und etwas, das ich besonders mag, ist der Hive, das ist eine SQL-Schnittstelle für Hadoop.
Das heißt, ich kann dann dort mit klassischem, uraltem, traditionellem SQL diese Hadoop-Daten abfragen. Also unten auf dem Hadoop sind das Ordner mit Dateien. Die Dateien sind vielleicht im JSON-Format gespeichert. Aber oben sieht es für mich aus, wie wenn das SQL eine SQL-Datenbank ist und ich kann dann Select, Stern, From, Tabelle und Joins und Abfragen machen, wie das im SQL-Standard vorgesehen ist. Und das ist natürlich schön, weil dann kann ich plötzlich eben Terabyte, Petabyte, sehr große Datenmengen einfach mit SQL analysieren, ohne dass ich zuerst MapReduce lernen muss. Warum sage ich altes SQL? Ja, das stammt aus den 1970er Jahren. Also es wurde irgendwo Anfang der 70er Jahre entwickelt, Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts auf den Markt gebracht und ist heute nach wie vor sehr beliebt und eben gewinnt sogar wieder an Popularität bei Data Scientists, weil es sich einfach zeigt, dass für so, ich sage mal, einfache deskriptive Statistiken, eben MapReduce, also irgendwie zähle mir alle Kunden mit einem gewissen Merkmal oder sowas, ist einfach SQL unschlagbar einfach. Und deswegen wird das unter anderem wieder verstärkt eingesetzt, eben sogar im Bereich Hadoop mit Hive. Ja, das ist der sogenannte Hadoop-Stack. Das ist mal ein, sage ich mal, etwas älteres Modell, das aber sicher funktioniert und auch relativ günstig ist. Heute spricht man auch vom, immer mehr von Spark. Das ist der Berkeley Analytics Stack. Und Spark hat es auch zugrunde liegend ein Cluster, ein Rechnercluster in Hardware, aber hat jetzt in diesem Distributed File System noch so eine In-Memory-Komponente. Also Tachyon erlaubt es, dass jetzt gewisse Verarbeitungen im Hauptspeicher, im Arbeitsspeicher stattfinden. Und das bewirkt, dass das natürlich bis zu 100 Mal schneller sein kann als die Hadoop-Berechnungen auf der Harddisk. Die effektiven Tools sind dann ganz ähnlich, also es hat auch ein verteiltes Dateisystem, eben diese In-Memory-Extension und dann anschließend das Cluster Resource Management, also das Betriebssystem, das dann so aussieht für den Benutzer, als wäre es ein großer Supercomputer. Und dann kommt eben Spark und das ist eine Programmierumgebung für In-Memory, also für Hauptspeicherverarbeitung, die dann bis zu 100 Mal schneller ist. Und obendrauf kann ich dann auch Anwendungen laufen lassen, zum Beispiel eben Streaming für Echtzeitverarbeitung von Datenströmen, Shark SQL, das heißt heute Spark SQL. Spark SQL ist auch wieder diese SQL-Schnittstelle für verteilte Big-Daten, also große Datenmengen. Es gibt natürlich auch dann wirklich für die ganz großen Abfragemengen sind es dann BlinkDB. Es gibt eine Graph-Datenbank. Es gibt Machine Learning Libraries. Und wenn wir jetzt diese beiden Alternativen anschauen, einerseits der Hadoop-Stack, andererseits der Berkeley-Stack, dann haben die Parallelen. Und irgendwo kann man jetzt ein Prinzip daraus extrahieren, wie man Big Data am besten verarbeitet. Es gibt auch in Python, gibt es heute ganz ähnliche Modelle mit Dask, heißt das. Dask ist auch so ein Programmiermodell, das dann auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig läuft. Also man hat irgendwo so dedizierte, parallele Hardware, darauf läuft ein verteiltes File-System, ein verteiltes Betriebssystem das sieht, und so eine verteilte Programmierumgebung und das sieht dann aus wie ein Supercomputer, der aber auf verschiedenen Rechnern zusammengesetzt ist. Und darauf gibt es verschiedene Anwendungen, eben SQL-Queries, Machine Learning, Statistiken, Echtzeitverarbeitungen, Graph, Netzwerkanalysen, und eben auch NoSQL-Features, NoSQL-Datenbanken für noch schnellere Verarbeitung. So, das war ein bisschen im Schnelldurchlauf ein Überblick über die Technologie für Big Data. Und jetzt schauen wir die Management-Seite an von Big Data. Was tun wir jetzt damit? Und Management heißt, dass wir eine Ressource so verwalten, dass sie uns nützlich ist. Dass sie eben Wert generiert, also Wertschöpfung, Value Creation mit Big Data. Das will man im Management. Und das Idealbild ist so, wir haben da einen Trichter, da stöpseln wir Big Data rein, wir lassen ein bisschen künstliche Intelligenz darüber laufen und unten kommt dann Wissen und Wert raus. Das wäre so die ideale Welt. In der Praxis ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Aber trotzdem, vom Vorgehensmodell her, das wäre so das Ziel. Und NIST
hat so ein sogenanntes Daten-Lifecycle-Modell mal vorgestellt. Wie geht man es vor, wenn man Big Data managen will? Wenn man etwas damit tun will? Eben, wenn jetzt Journalisten schreiben, dank Big Data wurde Krebs geheilt, dann, was heißt das? Ja, irgendwo wurden Big Data mal gesammelt. Also zum Beispiel hat man ganz viele Informationen über Patienten mit bestimmten Eigenschaften. Aber in einem zweiten Schritt mussten diese Daten auch aufbereitet werden. Also die verschiedenen Formate mussten vereinheitlicht werden. Es musste eine schöne Datenmatrix erstellt werden, wo die Eigenschaften in einer Zeile stehen, sodass sie vergleichbar sind. Dann Analyse. Also diese Daten, wenn sie dann mal einheitlich da sind, dann müssen sie irgendwie analysiert werden. Vielleicht sieht man Gemeinsamkeiten oder Zusammenhänge, immer wenn A, dann B oder solche so bayesische Statistiken oder vielleicht hat man auch ein künstliches neuronales Netz, das dann gewisse Muster erkennt. Und dann, und das ist für mich noch ein bisschen Magic, Action. Jetzt machen wir etwas. Okay, in diesem Fall, gut, dann wissen wir, ein Medikament muss jene und andere Zusammenhänge mit diesen Genen und so weiter herstellen. Also hier braucht man jetzt in der Action-Phase, braucht man jetzt das synthetisierte Wissen, um effektiven Wert zu generieren. Und das ist für mich jetzt noch ein bisschen abstrakt. Also ich will das noch genauer wissen. Also wie genau funktioniert das jetzt? Wie genau generieren wir Wert, wenn wir jetzt diese Datenanalysen gemacht haben? Eine Data Scientistin von PostFinance hat mir mal gesagt in einem Gespräch, also wenn ich eine Datenanalyse mache, dann generiere ich mit Daten einfach neue Daten. Also ich mache Datenaufbereitung, ich mache einen Report, was weiß ich, eine künstliche Intelligenz, eine Visualisierung, aber was ist das zum Schluss? Der Output ist wieder eine Datei auf dem Computer. Das bringt noch nichts. Also erst wenn die Leute das dann verstehen, was ich gemacht habe, wenn das kommuniziert wird, wenn diejenigen, die das verstehen, auch anwenden, erst dann hat das einen Wert. Und deswegen möchte ich noch ein bisschen genauer auf diesen Action-Teil da eingehen, der dann auch eben zum Beispiel für die Verteidigung zum Beispiel wichtig sein kann. Das hier ist das Big Data Reference Architecture Modell von NIST. Und das sagt im Wesentlichen, Wert wird generiert, also die Phase Action, das ist dann Visualisierung und Zugriff, ja, für den Datenkonsumenten. Also einerseits braucht der Datenkonsument gerade als Mensch eine visuelle Darstellung und die Maschinen, Services, die dann diese Daten konsumieren, die brauchen einfach eine API, einen Zugriff. Aber okay, das ist ein bisschen genauer. Oder man sieht jetzt hier diese Value Chain, also die Informationswertschöpfungskette und die IT-Wertschöpfungskette. Und je höher ich dann natürlich oben rechts bin, desto wertvoller. Und, aber trotzdem, das reicht mir noch nicht. Also was genau und wozu braucht eigentlich der Datenkonsument das wirklich? Und die OECD hat ein schönes Modell gezeichnet, oder, wo man mit Big Data natürlich wieder Datenanalysen macht und dann eine Wissensbasis aufgebaut wird, das haben wir schon gesehen, aber, und jetzt kommt's, Decision Making. Und jetzt werden Entscheidungen unterstützt. Und ich denke, hier liegt gemäß OECD der Wert von Big Data, wenn diese Entscheidungen besser sind, aufgrund der Datenanalysen als ohne Datenanalysen, dann führt das eben zu Wert, Wertschöpfung, zu Wachstum und Wellbeing, oder als zivile Organisation will man das natürlich so möglichst haben. Und eben, also Decision-Making ist sicher nicht die einzige Möglichkeit für Wertschöpfung mit Daten, aber sicher wichtig. Es gibt auch noch datenbasierte Produkte, Effizienzsteigerung etc. Wobei man sich fragen muss, ist Wertsteigerung wirklich Wertschöpfung im volkswirtschaftlichen Sinne? Nicht. Nur neue Arbeitsplätze sind Wertschöpfung. Also und wie genau wird jetzt diese Entscheidungsunterstützung effektiv Daten generieren? Und ich schaue ein bisschen auf die Uhr und werde da wahrscheinlich ein bisschen schneller drüber gehen müssen. Aber das ist so mein Modell, wie man das macht. Also die Daten werden irgendwo aufgezeichnet, integriert, analysiert. Und das braucht es eben auch noch eine Interaktion mit diesen Daten. Und es braucht eine Effektuierung, dass die wirklich einen Effekt haben. Und das Ganze muss irgendwo gemanagt werden in einem Zyklus. Und jetzt kann ich das aufteilen, diese Schritte, in einerseits einen Business-Aspekt und andererseits einen Technik-Aspekt. Und so habe ich jetzt ein Vorgehensmodell, also zum Beispiel jetzt Migros, oder, hat eine Verkaufsstelle und die scannen Barcodes beim Verkauf, das führt zu Daten und die kann ich integrieren. Da gibt es Daten wie Kunden, Produkte, Warenkörbe
Das ist eine echte Fallstudie, die können Sie hier nachlesen. Und die Migros hat jetzt einen Data Lake mit Hadoop kombiniert mit einem relationalen Data Warehouse und integriert diese Daten jetzt über diese verkauften Produkte pro Kunde. Und jetzt die Analytik sagt, wir möchten gerne Kundeninteressen vorhersagen aufgrund von verschiedenen Produkten im Warenkorb. Was machen Sie? Sie haben eine Statistiksoftware, R, SAS, maschinelles Lernen mit MLib und Halt. Das setzen Sie dann ein für diese sogenannte kollaborative Filtering. Die Interaktion, eben da gibt es Prozesse, die dann damit interagieren, Marketing und Verkauf in diesem Fall, wollen diese Daten, diese Analysen nutzen. Und jetzt eben, das ist dann die Wertschöpfung, oder jetzt werden diese Entscheidungsunterstützung genutzt. Das wird dann auch verfügbar gemacht in einem User-Interface. Im Fall von Migros haben die so eine Volltextsuche nach Kennzahlen. Die können da wie in Google einfach eingeben oder mit Elasticsearch. Ich hätte gerne dies und jene Kennzahl und dann kommt die. Und wie wird das effektuiert? Sie wollen damit die Kundenzufriedenheit steigern und damit auch den Umsatz. Und das wird dann eben zum Beispiel beim Kunden als Produktempfehlung im Online-Shop angezeigt. Also das ist das, was passiert, wenn ich im Löschshop am Schluss vor dem Bezahlen noch bekomme, haben Sie nichts vergessen, dann bekomme ich so Produktvorschläge. So, und das Ganze muss natürlich noch gemanagt werden und auch das Wissensmanagement ist wichtig. Und eben wichtig ist, wo beginnen? Ich würde nicht bei der Technik beginnen, sondern ich würde wirklich bei konkreten User Stories beginnen, die dann wirklich, also eigentlich Business getrieben und dann zurückrechnen, ja, welche Daten brauchen wir, welche Systeme brauchen wir? Also nicht einfach Big Data Technologie auf Vorrat, sondern ich würde mit konkreten User Stories beginnen. So, und jetzt ein bisschen allgemeiner noch so die Chancen für auch jetzt aus Sicht für das Land Schweiz. Welche Chancen gibt es? Japan sagt, und das ist die offizielle Strategie der japanischen Regierung, wir sind auf dem Weg zur sogenannten Society 5.0. Was heißt Society 5.0? 1.0 war Jäger und Sammler, 2.0 war Landwirtschaft, dann jetzt seit dem 18. 19. Jahrhundert Industriegesellschaft und im 20. Jahrhundert war das eben schon Informationsgesellschaft, Gesellschaft 4.0 und neu sind wir unterwegs in die Gesellschaft 5.0. Das ist eben die Gesellschaft, die eine Art Techno-Utopie aufgrund von Big Data und künstlicher Intelligenz darstellt. Also wo dann Roboter unsere Arbeit machen, so stellt sich das die japanische Regierung vor. Also zum Beispiel, oder im Moment ist es so, wir haben soziale Probleme und das kann man dann lösen, weil wir zum Beispiel von ganz vielen so Einschränkungen durch eben Big Data da befreit werden oder eben man wird mit anderen Menschen verbunden, es gibt neue Wertschöpfung, da hier, oder free humans from burdensome work, oder die Algorithmen machen da die Arbeit für uns, die Roboter, die machen die Schwerarbeit, die heben Pakete und so weiter. Und das ist die offizielle Strategie, da will Japan hin und wie wollen sie da hin? Eben hier, oder Big Data und künstliche Intelligenz. Also wenn man eigentlich so ein bisschen auch den Ansatz von OECD anschaut, oder diese Big Data, die werden dann mit Algorithmen verarbeitet und eben die Idealgesellschaft ist dann wirklich so, ich sage wie so Star Trek, oder? Wo einfach dann in Überfluss und Hülle und Fülle einfach Ressourcen vorhanden sind. Das ist natürlich, diese Techno-Utopie ist eine schöne Chance. Ob es dann so ist, wissen wir nicht. Eben auch automatisches Fahren zum Beispiel, oder da bekomme ich eigentlich gratis einen Chauffeur. Kostet mich keinen Lohn und so weiter. Also es gibt einige Chancen. Aber auch eben erst aus Ihrer Sicht, Zielgruppe Armee, oder? Also es gibt da so ein Paper, das ich gefunden habe, wie Big Data auch im sogenannten Combat Command, Intelligent Combat Command angewendet wird. Also dass eben zum Beispiel so Battlefield Information, Battlefield Intelligence Information, also so eigentlich so Nachrichten aus dem, sagen wir, dem Schlachtfeld, auf Deutsch oder einfach aus dem Kriegsgeschehen, können da aufbereitet werden in einem Big Data Repository und auch mit Data Mining aufbereitet werden,
eben wieder Entscheidungsunterstützung, oder? Entscheidungen können dann datenbasiert unterstützt werden oder eben auch mit Algorithmen beschleunigt werden, teilautomatisiert werden. Und dann braucht es natürlich auch so Human-Computer-Interaction, dass dann wirklich die Leute dann eben diese Interaktion auch haben, dass die Daten dann wirklich genutzt werden, um dann wirklich das eben den Commander im Combat, also den Kommandanten im Kampf da zu unterstützen. Das wäre so die Idee. Und das wird teilweise auch schon so gemacht. Das ist so eine Chance. Und da spricht man eben von diesem OODA-Loop, Observation, Orientation, Decision, Action. Und den kann man natürlich automatisieren. Den kann man teilautomatisieren, den kann man beschleunigen. Also ich war damals noch dabei, als man bei der Artillerie so Kommunikationsinfrastrukturen aufgrund von Computersystemen eingebaut hat. Und da hat man eben diesen Loop, oder, hat man dann irgendwie von 15 Minuten auf 2 Minuten runtergedrückt. Aber das kann man jetzt noch viel, viel weiter ausbauen. Oder dass man eben da in verschiedenen sogenannten Landscapes operiert, dass es gibt da die menschliche Landscape, also das wird immer wichtiger, eben sieht man auch in Afghanistan, oder die Bevölkerung, die ist immer so involviert in solchen Konflikten, natürlich auch die Landschaft, aber eben ganz wichtig, diese Information Landscape, die ist eben wichtig und das ist eben nicht nur elektromagnetisch, das ist eben auch Social Media, was wird dort berichtet, Big Data, Information Assurance, oder? Also das, denke ich, ist auch aus Sicht der Landesverteidigung eine Chance, dieses Big Data mit künstlicher Intelligenz zusammen zu nutzen, um eben auch Verteidigung effizienter und sinnvoller und effektiver auch zu machen. Eine weitere Möglichkeit, eine weitere Chance ist Predictive Policing. Ich sage jetzt mal aus Sicht beispielsweise Terrorismusbekämpfung, oder dass man aufgrund von Datensammlungen und eben Algorithmen dann erkennt, welche Personen vielleicht größere Risiken haben, wo man stärker Kontrollen machen muss. Ja, also das ist sicher, das sind einige Möglichkeiten, einfach mal so, ja, die es gibt. Also ich habe mal so drei Chancen mal so herausgepflückt und die mal einfach mal so dargestellt. Also eben, es kann sein, dass wir wirklich eine Techno-Utopie erreichen werden, noch zu unseren Lebenszeiten, mit Big Data und künstlicher Intelligenz. Wäre schön. Was sicher ist, Sie können auch Big Data und künstliche Intelligenz in operativen Entscheidungen nutzen, eben mit sogenannten Command Information Systems, um diese ODA-Loops zu optimieren, auch taktisch. Und man kann natürlich auch eben Predictive Policing einsetzen gegen Gegner, Terroristen, Spione etc. Aber es gibt auch gewisse Risiken. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Dieses Foto hier, das habe ich effektiv selbst aufgenommen in Bern, beim Mobischu Park. Ich weiß nicht, ob das noch da ist, aber da kann man ja lesen, was da steht, oder? Und eben da wird Big Data wird da ziemlich angeprangert. Warum? Google, okay, ich gehe mal auf Google ein. Ich habe das wirklich mal analysiert und ich habe natürlich ein Google-Konto. Und natürlich logge ich mich ein, wenn ich bei Google suche. Ich habe mich eingeloggt und jetzt bin ich immer irgendwie eingeloggt. Ich weiß gar nicht, warum. Und mir wurde das gar nicht so bewusst, aber ich habe das irgendwo mal gesehen, dass meine ganze Suchhistory bis zurück 2013 da aufgezeichnet ist. Ich könnte das jetzt löschen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, um Ihnen das mal zu zeigen, oder? Ich habe da gegoogelt, wie komme ich an meine Google Search History? Und dann habe ich es mal angeschaut, oder? Meine Google-Aktivitäten, da sieht man genau, was ich wo, wann gesucht habe. Ich habe dann mal geschaut, wie weit kann ich da zurückgehen? Ich ging da den 31. Dezember 2015 zurück und da weiß jetzt Google, dass ich da offenbar den Timo Ohnmacht gegoogelt habe. Das war damals ein Projektpartner in einem Projektantrag bei SNF. Ist alles da, kann man alles auswerten, oder? Ja. Und jetzt, gut, solange das niemand nutzt oder gegen mich nutzt, ist mir das ja egal. Aber das hier wurde mal publik, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, oder? Das sogenannte PRISM-Programm, das wurde da von der Washington Post veröffentlicht, oder das wurden so Folien geleakt. Und offenbar haben diese Technologiekonzerne da Hintertüren, das heißt, die liefern, also auch Google liefert diese Daten offenbar an dieses Special Source Operations Programm.
also E-Mails, Chats, Videos und so weiter und so fort. Alles, oder? Wird da irgendwie geliefert. Ich weiß nicht, ob das auf Abruf ist, nur bei bestimmten Verdacht, oder ob das auf Vorrat gespeichert wird. Aber ich habe mal gelesen, das sei eine teilweise Vorratsdatenspeicherung. Und erst auch kann ich sagen, gut, solange mich das nicht stört, dann stört es mich nicht. Aber was ist das hier, oder? Erinnern Sie sich noch an die DDR, an die Stasi? Ist schon lange her. Ich bin so alt, ich kann mich da noch ein bisschen dran erinnern, an die DDR. Da war ich etwa 11, als die zusammengebrochen ist. Und man stelle sich vor, die hätten Big Data gehabt und künstliche Intelligenz. Will ich mir lieber nicht vorstellen, aber wahrscheinlich wäre sie nicht zusammengebrochen. Ja. Weil die haben da so Dinge gemacht, wie zum Beispiel seine Richtlinie über die Entwicklung und Bearbeitung operativer Vorgänge. Was ist ein operativer Vorgang aus Sicht Staatssicherheit? Ja? Die haben identifiziert, wer hat nicht die richtige Meinung und wer ist quasi gegen das System. Und haben dann operativ eben eingegriffen. Die haben eben, ODA Loop, Decision Action, oder? Die haben aufgrund dieser Daten, die damals noch analog waren und nicht künstliche Intelligenz, sondern menschliche Intelligenz, Aktenstudium, haben die effektive Entscheidungen getroffen und dann effektuiert, das heißt dann wirklich Einfluss genommen auf diese Menschen in diesem Staat, eben plötzlich haben Leute gefehlt, oder? Und solange das nicht passiert mit Google-Daten, ist mir das noch egal. Aber das ist einfach ein Risiko, oder? Was ist, wenn das in falsche Hände gerät, oder? Was ist, wenn das in falsche Hände gerät? Hier ist noch ein anderes Ding, da war so eine Diplomarbeit, oder? Der Einsatz von politisch-operativen Zersetzungsmaßnahmen im Rahmen der operativen Vorgangsbearbeitung gegen Erscheinungen des politischen Untergrundes. Also da gab es wirklich dann Zersetzungsmaßnahmen, hat man bewusst Einfluss genommen auf Leute, die man nicht wollte. Ohne Big Data. Und ich sage, mit Big Data wäre so eine Stasi viel effizienter. Und ja, muss man sich einfach bewusst sein, das ist ein Risiko. Also es ist aus Sicht Schweizer Bürger ein Risiko, dass fremde Staaten das mit mir machen. Werde ich da geschützt von unserer Armee? Ich weiß es nicht. Dann Social Media, das ist ein weiteres Risiko. Eben, also wir haben gesehen, in dieser Information Landscape, ja, das ist eben auch, oder? Ein Territorium oder ein Raum, ein Operationsraum. Also es ist wichtig, was die Öffentlichkeit in Social Media schreibt. Und jetzt sehen wir hier eine sogenannte Clickfarm. Kann man diesen sozialen Medien trauen? Es ist einfach so. Man kann jede Information hypen auf Social Media, wenn man genug Geld zahlt. Also es gibt dann so Leute in China, in Indien, Vietnam und so weiter. Der Job ist einfach da, einfach Kommentare hoch zu liken. Also nur weil irgendeine Meinung viele Kommentare hat, heißt es noch lange nicht, dass wirklich viele Leute dahinter stehen. Aber es kann sein, dass viele Leute das sehen und dann denken, dass viele Leute dahinter stehen würden und sich dann anpassen oder dass Entscheidungen beeinflusst werden. Das nennt sich dann koordinierte Manipulationstätigkeit. Das kann sogar für die sogenannte Informationskriegsführung verwendet werden. Also so gesehen ist Information eine Waffe, eine strategische Waffe, die dann wirklich bis hin zu Wahlen beeinflussen kann oder bestimmte Vorgänge in einem Land beeinflussen kann. Das ist sicher auch ein Risiko, wenn wir Social Media als Big Data anschauen. Also hier sehen wir, oder, Fake News und sogenannte Cyberpropaganda, wie die funktioniert. Da gibt es so einen Kampagnenoperator und dann gibt es zum Teil legitime Tools, aber auch Untergrundtools, die dann irgendwie diese Propaganda dann verbreiten. Und dann gibt es die Konsumenten, die dann diese Fake News aufnehmen und vielleicht sogar liken, followen und teilen und so weiter, oder? Und das kann effektiv jetzt wieder aus Sicht Landesverteidigung einige negative Effekte für unsere Bevölkerung haben. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal Impfgegner, oder? Wenn diese Fake News über die Impfung nicht kursieren würden, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht diese Probleme in den Spitälern. Also ich sage nur, oder? Also das kann wirklich diesen öffentlichen Diskurs und dann auch die Entscheidung effektiv beeinflussen, die Entscheidung von einzelnen Bürgern, eine Impfung zu machen oder nicht, bis hin zu den Entscheidungen von Politikern, etwas ein Gesetz zu machen oder nicht, oder auch von Wählern, Wählerinnen, jemanden zu wählen oder nicht. Also da braucht es sicher eine gewisse Verteidigung. Und das sagt es auch Frankreich. Oder? Das ist da das Departement der Verteidigung in Frankreich. Die haben so einen Report rausgegeben. Dann gibt es da auf Englisch Information Manipulation, a challenge for our democracies.
ist sicher lesenswert, oder? Das ist dann wirklich so aus meiner Sicht das größte Risiko von Big Data, dass dann wirklich einfach manipulativ in die Gesellschaft eingegriffen werden kann. Eben über solche Clicksfarms zum Beispiel. Also, zusammengefasst, ich sehe jetzt, ist gerade die Dreiviertelstunde um. Also, aus Sicht einer Landesverteidigungsperspektive könnte ein Gegner eben einzelne Individuen manipulieren oder zersetzen in unserem Land, also Bürger unseres Landes, einfach durch Überwachung und Einflussnahme. Unliebsame Leute. Ich sage es nicht Khashoggi, oder? Aber doch, ich sage Khashoggi, bei uns ist das jetzt im Moment zum Glück kein Thema, aber eben solche Geschichten, oder? Also Bürger können profiliert werden, das Profiling, also Daten gesammelt und dann werden die eingeordnet, dann sind sie vielleicht gut oder nicht gut und wenn sie aber nicht gut sind, können auch direkte Aktionen passieren gegen Bürger unseres Landes. Das ist ein Risiko, eine Gefahr. Und eben, man kann dann auch Clustering machen von Bürgern und dann zum Beispiel Diskriminierungen irgendwo fördern. Oder eine weitere Möglichkeit, das sind einfach so zwei Risiken, die ich jetzt mal so rausgepflückt habe, eben, dass der Diskurs, die öffentliche Meinungsbildung in sozialen Medien so beeinflusst wird, dass das effektiv unser Land schädigt. Eben zum Beispiel Fake News und Fehlinformationen über die Corona-Impfung, Fehlinformationen über Blockchain, wo dann effektiv Leute diese Währung kaufen und wo geht dann dieses Geld hin? Es fließt natürlich aus dem Land weg. Bis hin zu Wahlmanipulation, haben wir ja teilweise aus Amerika gesehen, oder? Man weiß es noch nicht so genau, aber es wird immer wieder gesagt, Russland hat dort eingegriffen. Also, gut, zusammengefasst. Welche Take-Home-Messages möchte ich Ihnen mitgeben von diesem Vortrag? Also erstens, digitale Daten wachsen explosionsartig. Zweitens, was ist Big Data? Also großes Volumen, große Geschwindigkeit, große Vielfalt, großer Wert, große Veränderlichkeit. Das sind einfach Daten, die diese Eigenschaften ausweisen. Drittens, wie können wir das technologisch verarbeiten? In erster Linie mit parallelen Ansätzen und auch mit NoSQL-Datenbanken. Damit kann man die Skalierbarkeit erhöhen, aber im Wesentlichen sind das letztlich wieder Datenbanksysteme. Also ein Hadoop-Cluster, ein Spark-Cluster ist eine Datenbank, ein Datenbanksystem. Dann fünftens, Big Data kann Wert generieren, indem diese Daten Entscheidungen unterstützen und die dadurch besser werden. Sechstens, Big Data kann wirklich positive Effekte haben. Also Big Data ist Dual Use. Wir können das wirklich zum Wohle unserer Gesellschaft einsetzen. Man kann auch, siebtens, Big Data einsetzen im Bereich Kampfsteuerung, also Führung und auch Policing. Achtens, es gibt aber einige Risiken, dass Big Data auch gegen uns oder unsere Bevölkerung eingesetzt wird, sei es im Bereich Überwachung, operative Einflussnahme oder Propaganda. Ja, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und ich bin da für Ihre Fragen. Wir haben eine Frage von René Linz. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum von Big Data inklusive Kryptowährungen und dem Energieverbrauch der Erde? Sind Grenzen in Sicht? Ja. Das ist eine sehr gute Frage und ja, den gibt es natürlich. Also man sagt, Blockchain alleine, Bitcoin braucht so viel Strom wie irgendein ganzes Land, so Größe Irland. Man versucht dort ein bisschen wegzukommen. Es gibt diesen Green IT-Ansatz, es gibt Algorithmen, die weniger Strom verbrauchen. Aber das war in den letzten 10 Jahren leider nicht so wirklich ein Thema. Es ist im Moment effektiv keine Sättigung in Sicht. Aber es ist die Frage, so wie bei einem klassischen Wachstumsprozess, einem organischen Wachstumsprozess. Kein Prozess kann ewig exponentiell weiter wachsen. Es braucht irgendwann mal eine Sättigung. Oder? Und das ist jetzt meine spekulative Einschätzung, das wird nicht ewig explosionsartig weiter wachsen. Irgendwann wird es dann wieder eine Abflachung geben, aber die ist leider nicht in Sicht. Das ist wirklich so. Ich habe eine persönliche Frage und das ist zum Thema Versicherungen. Ich denke, alle Versicherungsgesellschaften versuchen aktuell, ihre Kunden dazu zu verführen, möglichst viel von ihren Gesundheitsdaten zu teilen. Teilt bitte den Pulsmesser, teilt bitte das und das und geben da auch gewisse Anreize. Aber ich denke mal, die Bevölkerung ist sich dort auch ein
zu wenig bewusst, was sie da preisgeben. Aus meiner Sicht wird es für gewisse Leute dann relativ schwierig werden, bei dieser Versicherungsgesellschaft später vielleicht eine Lebensversicherung abzuschließen, welche sie zum Beispiel benötigen, um ein Haus zu kaufen und abzusichern. Oder das wird extrem teuer werden. Und dort sehe ich natürlich, es generiert einen großen Wert, die vielen Daten, aber es kann auch zu Ausgrenzung von Individuen führen. Und ich denke auch Gesundheitsdaten im Generellen, in Finnland hat man große Projekte, wo die ganze Bevölkerung mitmacht und Daten liefert. Das ist für die Forschung sehr, sehr wichtig. Aber es gibt halt einfach auch so ein bisschen Grenzen. Ich sehe das sehr, sehr kritisch mit diesen, gebt bitte möglichst viel von euren Fitnessdaten an die Versicherungsgesellschaften ab. Was denken Sie dazu? Ja, ich denke, das ist eigentlich die Abschaffung der Versicherung, oder im Endeffekt, weil eine Versicherung ist so, dass sie eben die Einzelnen absichert, indem man kollektiv in einen Topf einzahlt. Und wenn wir am Schluss, also die Individualisierung der Versicherung ist letztlich die Eigenverantwortung. Also wenn jeder genau das Risiko auf sich nimmt, das er hat aufgrund seiner Eigenschaften, dann kann man die Versicherung abschaffen. Das ist nicht die Idee der Versicherung. Genau, die Idee der Versicherung ist eigentlich, dass das alle tragen, oder? Dann fehlt einfach der soziale Aspekt am Schluss. Ja, und nicht nur sozial. Es ist wirklich, das ist die Definition der Versicherung, ist eine Kollektivierung des Risikos. Das ist das Versicherungsgeschäft. Und wenn wir das Risiko individualisieren, ist es keine Versicherung mehr. Per Definition. Das ist keine politische Aussage, das ist eine betriebswirtschaftliche Aussage. Genau. Liegt aber im Interesse der Versicherungsgesellschaft, weil ich will ja meinen Gewinn maximieren. Und ich will schlechte Risiken. Also diese Person, Herr Kaufmann, ja, die Werte, die seine Pulsuhr liefert, das deutet darauf hin, ja, wahrscheinlich Herzleiden. Der lebt 10 Jahre weniger lang. Ich habe ein hohes Risiko, dass ich die Lebensversicherung auszahlen muss. Die Prämie von Herrn Kaufmann steigt. Ich nehme an, Sie reden von einem anderen Herrn Kaufmann. Es gibt viele andere Kaufmanns. Ja, ich gehe natürlich davon aus, dass ich gesund bin und deswegen 10 Jahre länger lebe. Aber das kann die Versicherung nicht wissen, das können Sie nicht wissen. Und das ist natürlich eben die Diskriminierung, ist eigentlich ein Menschenrecht, dass man nicht diskriminiert werden darf. Die Frage ist einfach, was heißt denn das? Oder ist das jetzt irgendwie nur im politischen Bereich, ist das beim staatlichen Handeln oder ist das auch im privaten Handeln, wenn eine Versicherung ist eine private Gesellschaft oder darf die diskriminieren? Ich sage nur zum Beispiel, es gibt Versicherungen, die ganz klar aufgrund der Nationalität andere Prämien machen. Und das ist jetzt noch nicht Big Data, das ist einfach, aha, Sie kommen aus dem Balkan, deswegen zahlen Sie das Doppelte. Und das war meine Kollegin, die ist zwar auch aus dem Balkan gekommen, aber die war 40 und weiblich und gut gebildet und die hat es trotzdem gleich viel, eben so quasi Raserprämie gezahlt, obwohl sie wahrscheinlich sicherer fährt als ein Schweizer junger Mann, oder? Das sind dann halt so Dinge, da hätte man vielleicht eben andere Attribute noch kombinieren müssen, aber ist offenbar legal. Genau, das versucht ja die EU mit dem Europäischen Datenschutzgesetz zu regeln, der Schutz vor automatischem Profiling von Individuen. Wie gut sich das umsetzen lässt gegen die amerikanischen Konzerne, ist schwierig zu sagen. Ja, das werden wir wahrscheinlich dann auch haben. Sie haben in der EU das Recht auf Entscheidungsfindung durch einen Menschen. Also Sie können immer sagen, ich möchte nicht durch einen Algorithmus profiliert werden. Gut, gibt es noch Fragen aus dem Plenum? Sonst, wir haben noch ein paar Minuten. Eine Frage hätte ich noch, zurück zum Thema Big Data. Wie weit geht die Sammlung von persönlichen Daten punkto Legalität? Also was ist noch legal und was geht nicht mehr? Also sicher in jedem Land anders. Wissen Sie, wie das in der Schweiz ist? Ja. Wir haben natürlich ein veraltetes Datenschutzgesetz, oder? Und das ist noch aus einer Zeit, wo Fische noch auf Papier waren. Also wir sind da ziemlich hinten rein, aber wir werden uns sicher der EU anpassen. Und dort ist es einfach so, dass nur die Daten verwendet werden dürfen zu diesem Zweck, wo die Zustimmung vorliegt. Das ist der Grund, warum es plötzlich immer diese Cookie-Banner da nerven, wo man immer annehmen muss, dass man das Cookie will, weil
Wenn ich es nicht annehme, darf die Firma das nicht nutzen. Und eben nur zu diesem Zweck. Also Sie dürfen jetzt nicht meine Cookies, wenn Sie sagen, die Cookies sind dazu da, also sich Werbungen zu schalten, dann dürfen Sie das nicht nutzen, um zum Beispiel meine Kreditbonität zu prüfen. So, also man darf es nur zu dem Zweck nutzen, zu dem die Person das, die Einverständniserklärung gegeben hat. Und ohne Einverständniserklärung sowieso nicht. Also wenn es personenbezogene Daten sind, das heißt alles, was irgendwo zu jemandem spezifisch als Person hinzugefügt werden kann. Und wie ist das mit Google? Also wenn ich Google benutze, um zu suchen, wir haben gesehen, oder, dass Google diese Daten dann weitergibt. Ja gut, das ist dann amerikanische Rechtsprechung, die sagen einfach, Das ist ihnen egal. Ja. Der Server steht in den USA und das ist, kann man nichts machen. Oder? Man muss ja nicht Google nutzen. Sie sind ja frei. Ja, genau. Ja, wir haben noch eine weitere Frage von Thomas Knull. Frage zum Vergleich Rohöl zu Rohdaten und deren Veredelung. Man kann aus jedem Tropfen Rohöl wertvolle Energie produzieren. Man kann aus Milliarden Stunden von Katzen, Videodaten etc. kaum Wert produzieren. Wie viel Prozent oder Promille der enormen weltweiten Datenmenge hat überhaupt irgendeinen Wert? Gibt es dazu ein Studien? Ha, das wäre eine interessante Studie. Also ich denke auch, es ist viel Schrott, der da rumliegt, oder? Ist wirklich so. Nein, ich kenne keine Studie zu diesem Thema, aber es ist eine interessante Frage und ich stimme Ihnen zu. Einmal, wenn ich natürlich, ich sage, automatisiert Katzen erkennen will, sind natürlich Millionen Stunden von Katzenvideos wertvoll. Das ist immer die Frage, für welchen Zweck? Ja, qui bono, oder? Also ich sage jetzt mal, was zum Beispiel sehr, sehr wertvoll ist, ist eben die Onkologie und allgemein die Biologie, die Biomedizin, die profitiert enorm von Big Data. Also diese enormen Zuwächse an Medizin, Technik und an neuen Heilverfahren, die liegt auch daran, dass man eben die Forschungsergebnisse sofort automatisch, maschinell verarbeiten kann. Also diese Papers, die sind eben nicht mehr, oder wenn ein Forscher eine Erkenntnis hat über ein Protein, über ein Gen, dann wird das elektronisch publiziert und dann wird das von Algorithmen dann wieder verbunden mit den neuesten Zusammenhängen und das wird dann effektiv genutzt. Also eben zum Beispiel die Uni Genf nutzt Watson, oder das ist dieses Programm von IBM, das eben Text verarbeiten kann und Informationen aus Text extrahieren kann und verknüpfen kann. Und das merkt dann, aha, gestern wurde ein Paper über genau dieses Gen, das Sie als Patient haben, publiziert und es wurde genau ein neues Verfahren, wie man jetzt genau diesen Tumortyp behandeln kann, wurde publiziert. Und dann eben, oder Decision Action, kann man diesen Patienten helfen. Also es ist wirklich Dual Use. Es gibt natürlich sinnloses Zeug wie Katzenbilder und dann gibt es sehr, sehr sinnvolle Sachen wie eben zum Beispiel Biomedizin, die eben auch von Big Data und künstlicher Intelligenz profitiert. Gut. Gibt es noch eine letzte Frage? Ja, also wir haben noch von Charles Magri eine Frage. Worauf muss man bei der Verarbeitung Qualität der Daten achten, damit man nicht mit biased Resultaten konfrontiert wird, beziehungsweise so falsche Entscheidungen trifft? Also was wir zum Beispiel mal gemacht haben in einem Projekt über Tourismusdaten, da haben wir diese Daten quer gecheckt, plausibilisiert mit bekannten Statistiken. Wir haben geschaut, kann das ungefähr sein? Also wir haben auf einem sozialen Medium geschaut, für welche Orte gibt es wie viele Blogposts. Oder? Da konnte man so die Beliebtheit von Orten dann wirklich auf der Karte dann geolokalisiert eigentlich runterzoomen. Und das konnten wir querchecken mit zum Beispiel der Anzahl Übernachtungen in Hotels auf Ebene Gemeinde. Und wir konnten dann sehen, ja, das korreliert und deswegen hat es eine gewisse Plausibilität. Also das mit bekannten Daten plausibilisieren, das hilft. Und wir konnten dann aber, wir haben trotzdem mit Big Data einen neuen Scope, man konnte es nämlich nicht nur auf Ebene Gemeinde, sondern wirklich runterzoomen auf der Karte sehen, aha, die haben genau dort beim Löwendenkmal gepostet, oder? Also das sind schon neue Möglichkeiten, aber wenn man es mit bestehenden, bekannten, vertrauenswürdigen Datenquellen querchecken und plausibilisieren kann, dann hat man mehr Sicherheit. Gut, super. Dann sind wir am Ende. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und dass Sie bei uns waren. Super, ja, vielen Dank. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ihnen am Bildschirm vielen Dank für das Interesse, fürs Dabeisein.
Und ein Ausblick auf den nächsten TikTok, der wird am Mittwoch, 8. September stattfinden, von Peter Infanger. Und das geht da um Logging und Monitoring. Es würde uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Unterdessen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute Zeit. Tschüss zusammen, macht's gut.